Hallo und herzlich willkommen zu Cyberpunk 2077. So, dann nochmal schauen hier. Ich weiß nicht. Schaden pro Treffer. Panzerungsdurchdringung. Oh, mit Katana probieren. Keine Ahnung. Blut und Chrom! Blut und Chrom. Was soll das denn für ein... Ich weide dich ab. Ja. Tut dir überhaupt nichts. Ich kämpfe weiter. Alter, hat dir die eingedrückt? Hör doch mal auf, Mädel. Und mach dich doch mal. Das kann nicht angehen. Kann angehen. Ich bin genervt, hab keine Angst, bin genervt von solchen komischen Gegnern hier. Da, wieso kriegst du keinen Schaden? Ich versteh's nicht. Ich glaube, du blockst. Ich weiß zwar nicht, wie das möglich ist, aber irgendwie... Da ist 76% oben und da bleibt auch 76%. Perle. Bleib doch mal. Das kann nicht umgehen. Du bist tot. Ich check das nicht. Was? Okay. Mit dem Katana hatte ich wenigstens eine Pattsituation. Ja, oh, finde den Cyber. Richtig, dass du dich benimmst. Was willst du? Was war hier gerade? Mehr Schmerzen? Willst du haben? Hast du jetzt Angst vor dir? Ich hab die ganze Zeit schon Angst vor dir, durchgeknallten Irren. Mädel? Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Jetzt schießt sie zurück. Ja, mach mal. Das kann nicht angehen.
kann echt nicht angehen. Ich hab dir schon 12.000 Mal ins Gesicht geschossen. Und jetzt gehst du erst drauf. Meine Fresse. Blöde, 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 blöde Kuh. Big Mac. Was ist ein Big Mac? Irgendwas stimmt doch hier. Ich hab das doch nicht. Keine Ahnung. Archiviertes Gespräch, Dr. Martin liest den Splitter. Okay. Journal, Splitter. Was ist denn das hier? Urkunde? Ne. Archiviertes Gespräch. Leutnant Mover, Alarmstufe Rot. Verstanden, ich lese Ihren Biomon. Beschreiben Sie Ihre Symptome. Zuckungen, Krämpfe, ich kann meine Implantate nicht abschalten, Aggression. Verstanden, den Biomon-Daten zufolge steht ein unvermeidlicher Verlust der Selbstbeherrschung bevor. Bald! Oh Gott, bitte nicht. Bitte rufen Sie nicht Maxtech. Ich brauche einfach nur ein paar Beruhigungsmittel. Natürlich machen Sie sich keine Sorgen. Miltech kümmert sich um seine Leute. Naja. Begeben Sie sich an diese Adresse, das ist etwas abgelegen, damit Sie niemandem wehtun können. Unsere Sanitäter sind schon unterwegs und bringen sie dann in eine Klinik. In ein paar Tagen geht es ihnen wieder gut. Vielen, vielen Dank. Keine Ursache, wenn sie alles für den Konzern geben, gibt der Konzern auch alles für sie. Schicke Regina die Information. Was? Die ist da drauf. Ich sollte das Vieh auch noch lebend fangen? Die ist so. Wie hätte ich das denn machen sollen? Wegfindung ist hier so, naja, ne? Wegfindung ist hier so, naja.
Ich habe jedenfalls wieder Kohle. Te vas a enterar mañana. Er quatscht mit seiner Mama. Yo también te quiero, ma. Sprich mit Jackie. Na endlich, hermano. Was gibt's Neues bei Senora Welz? Ach, du weißt schon. Macht sich ständig Sorgen um mich. Sie kann nicht anders. Will sicher gehen, dass ich nicht in irgendeiner Tonne verrotte. Wie die anderen Welles-Jungs. Langsam geht mir das echt an die Nieren. Je öfter ich ihr sage, dass alles okay ist, desto mehr denke ich, ich lüge. Aber nach morgen ist das alles vorbei. Afterlife, wir kommen. Komisch. Was denn? Für einen Club mit den heißesten Jobs der Stadt wirkt der Laden irgendwie unscheinbar. Was zählt, sind die inneren Werte, June. Bereit für dein erstes Mal? Vamos! Das war mal eine Leichenhalle. Kannst du das glauben? Wer hätte das gedacht? Ja, oder? Ist aber ewig her, als die Leute noch richtig begraben wurden. Und wer seid ihr, Clowns? Ich bin V. Das ist Jackie Wells. Okay. Sollte da was klingeln? Wird es bald. Treffen uns hier mit Dex. Yo, Dex. Hier sind zwei, die meinen, du willst mit ihnen reden. Ja? Okay, alles klar. Er sagt, er braucht eine Sekunde. Und durch ein paar Drinks oder so. Schon dabei, Viro. Das ist es. Bester Urlaub aller Zeiten. Joy Toy. Das fucking Afterlife. Das Herz von Night City. Wirst du schlagen? Geil! Warum hast du dich nicht für eine vierte Tour angemeldet? Stell's dir vor. Wer ist denn Claire? Forest. Boa Boa. Hey. Vielleicht sogar setz morgen. Dich, ich bin gleich bei dir. Was war? Haben alle hier gesessen und sind an der Bar ein. Endlich sind wir hier. Hey, siehst du die alte Dame da? Das ist Rogue, der beste Fixer in ganz Night City. Dachte, Dex wäre der Beste. Rogue hat schon Jobs besorgt, als Dex noch in die Windeln geschissen hat. Der Laden gehört dir. Was wollt ihr trinken? Bestell du. Zwei Oldschool-Tequilas mit dem Spritzer Cerveza und Chilischoten. Zwei Johnny Silverhands. Komm sofort. Ganz genau, Chica. Jemand hat seine Hausaufgaben gemacht. Meine hat wohl der Hund gefressen. Hat hier Tradition. Drinks Gott. Sind nach Stammgästen benannt. Bei den Sprüchen, ne? Was muss ich tun? Damit ein Drink nach mir benannt wird. Draufgehen. Und zwar mit einem richtigen Knall. Am besten bei einem Job. Ach, was für eine schöne Tradition. Ziemlich hoher Preis für einen Drink. Hey, jeder muss irgendwann sterben. Wieso nicht mit Stil? Auf das hier. Ja, Madre. Okay, meinetwegen. Ach ja, übrigens, ich bin Jackie Wells. Willst du schon mal mein Rezept aufschreiben? Klar. Ein Shot Wodka auf Eis, Limettensaft, Gingerbier, oh, und das Wichtigste, ein Schuss Liebe.
Ich merk's mir. Hab gehört, ihr seid Decks neuester Fund? Nur geschäftlich. Nichts Großes. Mr. Deschon, weißt du das durch? Das gehört zu meinem Job. Seht euch um. Was glaubt ihr, wie Söldner sich ihren Ruf verdienen? Tratschende Waschweiber. Allesamt. Ist Decks Stammkunde? Kommt er oft her? Er war eine ganze Weile weg. Hat sich hier volle 2 Jahre nicht blicken lassen. Ein Kater geht eben seinen eigenen Weg, ja? Tja, wo immer er war, er kam ein paar Pfund leichter wieder. Vielleicht gab's dort doch keinen Pizzanotdienst. Hals und Bein, Bro. Danke. Hier. Mann, Homie, du bist riesig. Studio? Ja. Yeah. Ah, ich auch, im Ring. Machst du auch exotischen Kram? Kempo, Ninjutsu? Ja. Yeah. Meinst du könntest mich umhauen? Hier rein. Bist du pinche Tipo. Ja, genau. Excelsior. Kalte, harte Eddies, wie immer. Muss los. Na, wenn das nicht Mr. V ist. Die ganze Familie endlich vereint. Erstes Mal im Real Space. Was ist mit dem Flathead? Sehen wir uns das gute Stück mal an. Alles klar. Macht's euch bequem. Danke für die Hilfe beim Scav-Job. Ein paar Wichser weniger in der Stadt. Das ist gut. Die im Rathaus sollten uns die Füße küssen. Nette Kabine. Schalldicht? Jackie. Nein, Mr. Wells hat recht. Wir reden hier gleich über ziemlich heikles Zeug. Aber wenn alle einverstanden sind, fange ich mit einer Frage an Mr. V an. Evelyn Parker, wie lief es? Hätte nicht besser laufen können. Sie mochte mich so sehr, dass sie mir ein Angebot gemacht hat. Ein Angebot? Aha. Die Art, bei der man den Mittelsmann übergeht und alles 50-50 teilt. Was? Den Mittelsmann übergehen? Scheiße, ich lach mich schlapp. Kunden, die lernen nie dazu. Ich weiß zu schätzen, dass du mir das sagst, Mr. V. Denn Vertrauen ist für jede langlebige und fruchtbare Partnerschaft essentiell. Anerkennung bringt keine Eddies. Und Evelyn hat uns welche angeboten. Wie hat schon recht, Dex. Keine Sorge, Leute. Dazu kommen wir noch. Ich dachte, du wärst deswegen angepisster. Ich lebe schon zu lange in NC, um wegen jedem Amateur zu heulen, der mich verarschen will. Parker ist nicht die erste und wird nicht die letzte sein. Lass uns den Plan durchgehen. Was hast du für uns, Dex? Das hier. Gut, dann wollen wir mal. Dex und ich haben die Details schon besprochen. Die Sache wird ein Spaziergang. Okay, dann lass mal hören. Ein Delamain bringt euch zur Vordertür des Konpecki Plaza. Mit den falschen Ausweisen könnt ihr einfach reingehen. Dann durchbrecht er mit Bugs Hilfe das Hotel Subnet. Meiner und Flatheads Hilfe. Und zum Schluss schleicht ihr euch in Yorinobus Penthouse und holt den Relic. Natürlich muss das leise über die Bühne gehen. Idealerweise ohne Leid. Am besten keine. Ihr seid die ganze Zeit mit T-Bug verbunden. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie jetzt.
Das Auto ist ein Delamain? Ist das beste Taxiunternehmen in Night City. Nada mal. Deshaun arbeitet nur mit den Besten. Und Delamain sind die Besten. Wer will schon neugierige Fahrer, wenn man stilecht mit einer sauberen KI von A nach B kommt? Wie der jedes Jahr aufs Neue an Lizenzen rankommt, ist mir ein Rätsel. Wenn alles glatt geht, bringt euch der Delamain wieder her. Und wenn's doch haarig wird, wird's Zeit für Plan B. Der da wäre? Das No-Tell-Motel. Ruhiger Ort, keiner stellt Fragen. Von dort sehen wir weiter. Aber ich bin sicher, das wird nicht nötig sein. Sonst noch was? Verrat uns was zu unseren Identitäten. Wer sind wir? Hallo, Ramon Victorino. Und du bist Harry Conwell. Ramon? Pff. Was, wenn die fragen, was wir da zu suchen haben? Business. Konzernwaffendeal. Falls jemand fragt, ihr trefft euch dort mit Arasakas Verteidigungstypen, Hajime Taki. Sonst noch was? Wie kommen wir ins Penthouse? Yorinobu hat kaum Mietmuskeln. Die Penthouse Security wird das Schwierigste. Wenn wir sie deaktivieren wollen, müssen wir Konpekis Dweller neutralisieren. Den Elite-Runner, der das Hotel-Subnet überwacht. Der Haken ist, dass wir von draußen nicht zum Dweller durchkommen. Moment. Wir sollen in einen Raum gehen, in den nicht mal du kommst? Vertraut mir. T-Bug hat bereits alle Szenarien durchgespielt und gelöst. Hier kommt der Flathead ins Spiel. Ihr müsst ihn über den Belüftungsschacht zum Dweller lenken und ihn zu einer Pause zwingen. Der Flathead bleibt dort, verlinkt mit dem Dweller. Und in der Zwischenzeit roll ich euch den roten Teppich zum Penthouse aus. Sonst noch was? Okay, ich weiß Bescheid. Perfekt. Ich habe eine Frage. Wann erfahren wir, warum wir alle hier sind? Jetzt zum Beispiel. Neue Leute kriegen bei mir 30%, aber in eurem Fall kann ich eine Ausnahme machen. Mhm. Ich gebe euch saftige 40 als Bonus für deine Ehrlichkeit, Vi. Klingt schon besser, Dex. Ka-ching, Baby! Eine Sache noch. Hast du jetzt nicht ernsthaft gesagt, keine Waffen Ka-ching? Ehrlich? Ka-ching? Flughafen. Also, lasst ihr zwei eure Bleispritzen schön im Auto und bringt den Flathead im Koffer rein. Hier sind ein paar Anzüge, damit ihr nach was aussieht. Chido! Danke, T. Ich will ja nicht ungemütlich werden, aber wann sehen wir unsere Eddies? Das hängt davon ab, wie Miss Parker ihre Rolle spielt. Schätze so in ein, zwei Wochen. Und was machen wir in der Zwischenzeit? Eier schaukeln? Ihr wartet und haltet die Köpfe unten, denn Arasaka sieht zu. Also, wie dieser Grieche sagte, das Leben ist ein Bankett. Verlassen wir es weder durstig noch betrunken. Draußen wartet euer Streitwagen. Ich bin dann auch weg. Muss das Verlinken vorbereiten, damit wir uns auch hören. Sonst noch was? Letzte Chance. Der Plan. Was hältst du davon? Bringt hoffentlich genug ein, um bald auf Kreta in der Villa zu wohnen. Ganz ohne Cyberspace. Schickst du mir eine Ansichtskarte? Nimm's nicht persönlich. Aber ich werde alle Kontakte abbrechen. Sauberer Schnitt. Du und Dex, kennt ihr euch schon lange? Wieso? Naja, die Leute erzählen viel Blödsinn. Alles, was wir hören, ist deine Meinung, kein Fakt. Marc Aurel, glaube ich. Wow, Dex und du am Philosophieren. Kein Wunder, dass ihr klarkommt. Nein, alles klar soweit. Dann mal an die Arbeit. Okay, können wir dann gehen? Lass uns los. Warten bringt nichts. Ja, lieber reich werden. Willkommen an Bord dieses Delamain-Dienstes. Mit Delamain vergessen Sie all Ihre Sorgen. Scheiße, darauf kannst du einen lassen, Viejo. Vokabular wie dieses halte ich derzeit für unangemessen. Ach ja? Darf ich dich dann mal an den Junggesellenabschied meines Cousins erinnern?
Solche Dienste bieten wir derzeit leider nicht an. 3 Monate hatte ich dafür gespart. Ach, egal. Ist Schnee von gestern. Fahr los, Dell. Vor Fahrtantritt muss ich die Identitäten aller Fahrgäste verifizieren. Bitte verbinden Sie sich mit Ihrem Direct-Link. Geht das nicht über WLAN? Danke. Excelsior-Paket aktiviert. Excelsior? Das wird ja immer besser. Excelsior? Excelsior ist ein für Premium-Kunden maßgeschneidertes Paket. Top-Qualität ist eben nicht gratis. Pass auf! Delamain, Gefechtsmodus einleiten. Verzeihung, aber Sie befinden sich derzeit nicht in akuter Gefahr. Mhm. Okay. Glaub mir, der mit ne ganze Armee Saka-Ninjas nieder, wenn's sein muss. Was beinhaltet Excelsior noch? Umfassende Gesundheitsfürsorge, inklusive eines etwaigen Leichentransports, falls der Tod im Fahrzeug eintritt. Wow, was für ein Downer. Dex knausert nicht, hm? Und dank dir kriegen wir obendrauf noch saftige 40%. Gern geschehen. 10% weniger als von den Fahrstätten. Excelsior. Genauso fährt man direkt in die Oberliga. Ist das wirklich dein Nonplusultra? Hä? Kriegt Dex dich wirklich so leicht? Mit Anzug und Limo? Ich weiß nicht, Jack. Scheint mir, als verlierst du deine Bodenhaftung. Scheint mir, als hättest du irgendein Problem. Ich brauch dich mit klarem Kopf und bei der Sache. Für den Job. Dieser Kopf war in meinem ganzen Leben nie klarer. Lass mich dir was erklären, wie. Ich habe mein ganzes Leben in der Gosse verbracht. Und ich habe nicht vor, dahin zurückzugehen. Hey, wie läuft's? Wir werden sehen, wie es läuft. Hey, wir sind gleich beim Hotel. Hör zu. Ich leite euch über eine verschlüsselte Direktleitung durchs Konpecki. Wie? Ruf mal Jackie an. Erzünktest. Sicher ist sicher. Und? Nur Rauschen. Sag mal was, Park. Die größten Verbrechen werden durch Übermaß und Ausschweifung, nicht Mangel und Not begangen. Bitte was? Aristoteles, du verstehst mich also? Ja, dich schon. Deinen griechischen Kumpel eher nicht. Klang aber echt erhaben. Du könntest ja mal versuchen, es zu verstehen. Was ist mit dir, wie? Ich will mehr von Aristoteles. Leckt mich. Alle beide. Ja. Okay, Tech ist soweit, wie es aussieht. Será mejor que sí. Wir hören uns. Danke, dass Sie sich für Delamain entschieden haben. Und viel Glück. Ich warte hier auf Ihre Rückkehr. Porfin, endlich geht's los. Oh, fast vergessen. Kein Eisen, oder? Okay, Harry. Gehen wir. Warte, ich hol den Flathead. Wir sind da, Buck. Die Reservierung ist auf deinen Namen. Ramon, du willst Haji Meitake. Willkommen im Konpecki Plaza. Militärtech-Abteilung. Papiere sind für den Flathead. Keine Sorge, ich krieg das hin. Willkommen im Konpecki Plaza. Bitte treten Sie nacheinander durch. Alles klar, Ho, Sir. Moment, ich hab hier was.
Würden Sie mir erklären, warum Sie militärische Ausrüstung ins Konpeki Plaza bringen? Wir sind Waffenhändler. Wie bitte? Ah, Sie sind hier, um Taki-san zu treffen, richtig? Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Das dauert nur einen Moment, Sir. Bitte sehr. Yokoso. Yokoso. Herzlich willkommen im Konpeki Plaza. Wir möchten einchecken. Natürlich. Einen Moment, bitte. Auf welchen Namen haben Sie reserviert? Victorino. Doppelzimmer, zwei Erwachsene, eine Nacht, korrekt? So ist es. Perfekt. Ich werde Taki-san über Ihr Eintreffen informieren. Shit, das war nicht Teil des Plans. Red mit ihr, Vi. Sag irgendwas. Habe ich Sie gebeten, das zu tun? Nein. Ich dachte nur, weil... Und wer hat Ihnen erlaubt zu denken? Wie bitte? Ich ganz sicher nicht. Also, wer sonst? Hm? Ein gut gemeinter Rat. Tun Sie, was von Ihnen verlangt wird. Also, wie war die Zimmernummer? Sie haben die Lapis Lazuli Suite auf Ebene 42. Oh, eine Formalität noch. Bitte validieren Sie Ihren Zugangschip. Nach dir, Harry. Alles in Ordnung, danke. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Danke. Okay, gehen wir. Gut. Ich habe gerade ein Trophäe bekommen, Stanislavski-Methode. Etwas dick aufgetragen, oder? Vertrau mir, an Orten wie diesem nimmt dich sonst keiner für voll. Was meinst du, Harry? Hm? Ziemlich nett hier, oder? Nicht wie dieses Messehotel in Zürich. Lass gut sein, Jack, das reicht. Was denn? Ich nehme das halt ernst. War is over. Ich weiß nicht. Das war ziemlich krass. Das sind Profi-Puppen. Die Bar sieht nett aus. Wir kommen im Konpeki Plaza. Unter der Woche sind Reservierungen nicht möglich. Suchen Sie sich also gern einen Tisch aus. Oder setzen Sie sich an die Bar, wenn Sie mögen. Wenn alles vorbei ist, komme ich irgendwann mal mit Misty her. Mach das. Aber jetzt und hier geht's um den Job. Ich glaube, wir passen rein, hä? Wie sehe ich aus? Wie ein fetter Idiot im Anzug. Als hätte jemand einen Hund verkleidet. Oh, und du siehst besser aus, oder was? Ich fühle mich komisch. Wie dein Anzug? Ja. Du kriegst die Ratte aus dem Konzern raus, aber nie den Konzern aus der Ratte. Es wird Wahres dran. Ты сама как думаешь? Я думаю, что не врал. По крайней мере, насчет Кантау. Зая, ты же помнишь, как мы тестировали эту технику на наших? Also, доверен wir. Lapis Lazuli. Они всегда... То есть он тоже? Das glaube ich eine blaue Farbe. Wir sind im Zimmer. Ziemlich schick. Schade, dass wir nicht übernachten. Gute Wahl, Bart. Schick war nicht der Grund. Von dort ist es nur am nächsten zum Dweller und den Server. Kolkarten. Sí, sí, me acuerdo. Mach den Flathead an und such den Schachtzugang. Hm, klingt einfach. Einfach ist oft am schwersten zu meistern. Aurelius? Aristoteles? Wer ist es diesmal? 100% T-Bug. Wo ist der Schacht? Boote den Scanner. Sieh dich um. Ist der Flathead bereit? Fast geschafft. Scanner nach einem Einstiegspunkt, ja. Da, ne?
Jackpot. Gut. Jackie, wie sieht der Flathead aus? Alles klar. Systeme laufen. Ladung bei 100%. Ihr da? Der Kleine steckt fest. Vom Anstarren wird nichts besser. Ihr müsst auf manuellen Betrieb wechseln. B, nimm Jackies Kontrollsplitter. Ich verlinke deine Kiroshis mit den Kameras. Dann kannst du den Bot lenken. Bettzüller? Hier. Na dann. Verbinde mit Kamera, Vieh. Könnte dein Hirn etwas verwirren, aber das vergeht. Okay, hab klare Sicht. Auf was? Man darf die Leute nicht aus den Wohnungen. Auf zum nächsten Schacht. Arasaka übernimmt die Kosten für alle etwaigen Strafen. Es geht doch nicht ums Geld. Es sind Wahlen. Wie stehe ich denn jetzt bitte da? Man wird sagen, ich habe die Kontrolle verloren über Watson. Meinen Bezirk. Eine Woche. Mehr können wir nicht versprechen. Wir versuchen es. Mehr kann ich nicht versprechen. Also. Okay, Flathead ist drin. Patche dich zur nächsten Kamera. Wieso bist du so sicher, dass es für dich war? Bug? An das Problem. Hausmädchen, das ihn was findet. Denn? Und drin Zimmerservice ist im Weg. Mir leid. Ich lenk sie ab. Überall war Blut. Was haben wir denn im Sackgeld? Okay, schon so dabei. Ich immer nur Kotze und benutzte Kondome. Bleib da bitte die Gerechtigkeit. Wie wär's mit dem Fernseher? Ich sage, such weiter. Holoprojektor vielleicht? Wer? Nein. Du weißt schon. Gut aussehend. Das Terrarium hat eine Steuertafel. Ich glaub, das wird nicht. Yorinobu Arasaka? Das Terrarium hat einen Temperaturregler. Er mag in teuren Anzügen stecken, aber sein Schweiß steckt immer woanders. Na und? Bei dem Saka sag ich nicht nein. Schätzchen, nimm dir lieber das Glas vor. Du machst überall Schlieren. Ich bin der Meinung, dass man da eine eindeutige Verbindung zwischen Kybernetisierung und psychischen Krankheiten herstellen kann. Das konnten wir bei Ratten sehen. Ersetzen wir ein Drittel ihres Körpers. Irgendwas ist mit dem Terrarium. Bug, es hat geklappt. Meine Güte, das war noch hast gar du eine nichts. Ahnung, was diese Dinger kosten? Weiter jetzt, keine Zeit für Schmeicheleien. Aber das kann ich nicht genug betonen. Psychische Störungen sind ein Produkt des kulturellen Umfelds. Das sind aber aufmerksame Putzkräfte. Okay. Der Dweller ist hinter der Tür. Flathead kann sie öffnen. Aus, als hätte er Probleme. Shit. Es muss noch einen Weg geben. Moment. Auf der anderen Seite ist noch eine Kamera, aber die ist aus. Soll ich sie anschalten? Ja, sieh dich nach einem CCTV-Port um. Was ist das? Hab den Port. Okay, verlink den Flathead. Okay, bin dabei. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Dweller ist drin. Wie geplant. Komisch, dass das Hotel nur einen Runner hat. Lieber ein guter Dweller als 10 gewöhnliche. Flathead sollte ihn neutralisieren können. Guter Gedanke. Ich leg einen Demonoid auf die Verbindung.
Du weißt, du musst den Flathead direkt mit seinem Stuhl verlinken, oder? Ich mach sowas nicht zum ersten Mal. Okay, geschickt. Doch, doch klar. Der gehört dir. Zuerst muss der Flathead aber da rein. Ich glaube, der Schacht verläuft zwischen den beiden Zimmern. Finden wir es raus. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Hab vielleicht einen Weg rein. Schick den Flathead darüber, dann wechsel zur zweiten Kamera. Flathead mit dem Stuhl verlinken, B. Flathead bleibt, oder? Er behält den Dweller im Auge. Ich gehe in Compeckys Hauptnetz rein. Du, lock dich aus. Así es como se hace. Wie geht's dir? Gut. Bisschen okay. Schwindelig. Sonst nichts. Ganz schön flackern hier. Buck, sind wir noch im Zeitplan? Bist du da, Buck? Ja, bin hier. Okay. Hört zu. Das Eis ist dicker als gedacht. Da durchzukommen dauert Stunden. Stunden? Geht das nicht schneller? Willst du, dass mein Kopf explodiert? Setz dich halt hin und genieß deine schicke Suite. Danke, werde ich. Wie? Du solltest dich auch ausruhen. Okay. Drei Attributspunkte. Setz dich. Was meinst du? Warum hat er alles aufgegeben? Wer hat was aufgegeben? Yorinobu Arasaka. Sein fettes Leben. Schnee von gestern, ich weiß. Dachte nur grad dran. Stell dir vor, du hast alles, okay? Eddies, Ausbildung. Dein Papi muss nur mit den Fingern schnippen und die Welt wird zur nuklearen Einöde. Und was machst du? Sagst Scheiß drauf und machst was? Gründest eine scheiß Gang. Stahldrachen oder so. Du verlässt deine Familie, ziehst dir Real Skin über und machst einen auf Ganganführer. Wozu? Wie du sagst, du kriegst die Ratte aus dem Konzern raus. Aber nie den Konzern aus der Ratte. Der hatte nur Langeweile. Haben alle Stinkreichen irgendwann. Scheiß Tourist. Tourist oder nicht, er ist gerade in der Lobby. Und wir sind im Geschäft. Penthouse Security ist deaktiviert. Perfekto. Und jetzt Vorhang auf. Hey, Buck. Warst du die ganze Zeit dabei? 3,5 Stunden. Also das mit dem Stock im Arsch. Du meinst in meinem? Ja, ist mir rausgerutscht. Ich weiß. Jetzt kannst du es wieder gut machen. Ja, machen wir aber erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch was. Bye, bye.